Kamal, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein bisschen weiterzuhelfen. Ja. Ich brauche einen neuen Fernseher. So, und da ist natürlich jetzt die Frage, welchen und worauf muss ich überhaupt achten und was brauche ich eigentlich? So, kannst du mir da irgendwie einen Tipp geben? Ja, also es gibt ja ziemlich viele Fernseher und sehr viele verschiedene Technologien. Ich denke, so ein erstes gutes Indiz sollte erstmal sein, wie viel Geld habe ich überhaupt, um es auszugeben, denn nicht nur gibt es viele Geräte, sondern auch extrem viele Preisklassen. Und dann ist natürlich die Frage, wofür soll der Fernseher denn überhaupt genutzt werden? Also wenn du jetzt irgendwie nur 2 Meter vom Fernseher wegsitzen kannst, aber wirklich großen Bildschirm möchtest, dann solltest du dir einen 4K-Fernseher holen. Ist ja auch ein bisschen zukunftssicherer wahrscheinlich jetzt, ne? Weil ich habe ja keine Lust, in 2 Jahren schon wieder den nächsten kaufen zu müssen, sondern will ja jetzt auch ein bisschen was davon haben. Ja, ich denke, wenn du dir jetzt, jetzt einen Fernseher kaufst und der soll ja wahrscheinlich irgendwie so mal mindestens 5 Jahre durchhalten und du bereit bist, da ein bisschen was zu investieren, jetzt nicht gerade das günstigste Modell zu kaufen, dann soll das auf jeden Fall ein 4K-Fernseher sein. Okay. Definitiv. Ja, das Erste, was mir natürlich jetzt hier auffällt, sind diese ganzen Abkürzungen. LCD, LED, QLED, OLED. So. Was kann ich mir darunter vorstellen oder beziehungsweise was davon soll ich mir denn jetzt genau angucken? Ja, ist ein bisschen verwirrend, weil teilweise sind die Technologien relativ ähnlich oder bauen aufeinander auf. Also erstmal LCD ist so die Grundlage, handelt sich dabei um Flüssigkristalle und je nach Ausrichtung, die werden beleuchtet und je nach Ausrichtung zeigen die dann andere Farben. Da Flüssigkristalle aber jetzt nicht von sich selbst aus leuchten, brauchst du dazu eine externe Leuchtquelle. Das war früher bei Fernsehern, war das eine Leuchtröhre. Die wurden dann irgendwann ersetzt durch LEDs. Da sind wir dann auch beim LED-Fernseher, statt Leuchtröhre eben LEDs. Mit denen kannst du dann die einzelnen Pixel anders und dynamischer ansteuern. Okay. Und dadurch bekommst du dann halt zum einen bessere Schwarzwerte, bessere Farbkontraste und kannst natürlich auch deutlich kompaktere Geräte bauen. Und bei QLED, das ist dann auch LED oder was kann ich mir darunter vorstellen? Genau, QLED ist so ein bisschen auch so ein Marketing-Ding, so ein bisschen ein Eigenname. Bei QLED geht es darum, das ist prinzipiell eigentlich auch ein klassischer LED-Fernseher. Da kommt aber noch so eine Nanofolie zum Einsatz. Und die ermöglicht es, dass die LEDs, die zum Beleuchten benutzt werden, das Licht anders wiedergeben können. Okay. Okay, und bei OLED ist das dann anders oder wie kann ich mir das bei OLED vorstellen? Genau, OLED ist tatsächlich anders. Das steht für Organic LED und da ist der Vorteil, dass jeder einzelne Pixel im Bildpanel, der kann an- und ausgeschaltet werden. Das heißt, du hast, und der leuchtet selbst. Das heißt, du hast nicht noch eine externe Lichtquelle, die dahinter leuchtet oder von der Seite, sondern der Pixel selbst leuchtet oder er leuchtet eben nicht. Und wenn er aus ist, ist er halt schwarz. Und dadurch hast du dann so richtig tiefes Schwarz. Für einen Laien würde ich jetzt mal behaupten, es würde dir relativ schwer fallen, jetzt zu sagen, okay, das ist OLED und das ist QLED. Okay. Aber auf jeden Fall, die beiden zeichnen sich von einem klassischen LED-Fernseher deutlich ab. Und ja, wenn man jetzt, wie du schon sagst, wenn es einem wichtig ist, dass man irgendwie richtig tiefe Schwarzwerte, richtig hohe Kontraste im Bild sucht und haben möchte und das auch in der Zukunft, dann wäre es schon empfehlenswert, ein paar hundert Euro mehr vielleicht in die Hand zu nehmen und dann so einen Fernseher zu kaufen. Okay, also da habe ich jetzt für mich schon mal gelernt, 4K macht durchaus Sinn, um zukunftssicher zu sein. OLED oder QLED, je nachdem. Ja, also ich persönlich komme auch mit dem LED-Fernseher total gut zurecht. Ja. So. Das ist wirklich ein bisschen Geschmackssache. Ja, okay. Dann aber wenn man den Vergleich gesehen hat, dann ist es, ja, dann ist dann es wahrscheinlich eine sehr individuelle Frage, was mir auch welches Bild mir zusagt. Ja. Ist, ne? Jetzt haben wir hier zum Beispiel so ein Curved-Display. Die sieht man nicht mehr ganz so oft wie früher. Mhm. Aber immer noch ein paar. Ist das was, was irgendeinen Vorteil hat oder ist das einfach nur, weil sie es können? Hast du schon ganz gut gesagt. Als die damals rauskamen, fand ich es so echt cool, dass man das kann. Wurde mit verschiedenen Vorteilen beworben, so wie es ist eine mehr immersive Erfahrung beim Fernsehschauen, also durch das leicht gebogene Display, dass man sich quasi mehr im Bild fühlt. Ist zum einen generell erstmal ein bisschen teurer. Mhm. Und zum anderen, ja, also ich finde es halt so aus einer Designsicht finde ich die Geräte schon spannend. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus, aber hat halt auch so ein paar Nachteile wie ein bisschen unterschiedliche Reflexionen. Und es kann halt auch sein, dass je nach Betrachtungswinkel du halt eben nicht so ein ganz gutes Bild hast, wie das bei einem flachen Bildschirm ist. Also wenn man zu dritt oder zu vierter sitzt, am besten sitzt du in der Mitte und guckst drauf. Jemand, der an der Seite sitzt, sieht natürlich immer noch gut aus, aber wirkt einfach ein bisschen anders als beim flachen Bildschirm. Also am Ende auch eine Geschmackssache ein Stück weit. Das sowieso. Ist es ja bei den ganzen Geräten eh prinzipiell erstmal Geschmack, aber ja, es wird jetzt nicht sagen, dass es irgendwie besser ist. Jetzt steht hier nicht immer nur noch 4K drauf, sondern auch HDR.
Lese ich überall, ist bestimmt total cool, aber was macht das? Was ist HDR? HDR ist super, also HDR steht für High Dynamic Range und geht darum, dass diese Funktion noch bessere Kontraste, vor allen Dingen bei sehr unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Ne? Also bei einer Kamera kannst du dir vorstellen, wenn du gegen das Licht fotografierst und vorne aber ein schwarzes Objekt hast, dann wird es eigentlich sehr schwierig, das schwarze Objekt da irgendwelche Details auszumachen. Bei HDR im Fernsehen ist es so, dass du dann eben nicht nur hinten die Beleuchtung richtig super siehst, sondern eben auch die Kontraste und die Details in den dunkleren Bereichen extrem gut siehst. Ah, okay. Und so ein sehr umfangreiches und detailreiches Bild halt hast. Das heißt, es ist ein Indikator für gute Bildqualität. Ja, das wird sich auch immer weiterentwickeln, aber HDR kann man eigentlich davon ausgehen, dass es mittlerweile in diesen ganzen 4K-Fernsehern eigentlich mit drin ist. Ja, wenn man das natürlich sieht, ein Beamer ist auch irgendwie was Reizvolles, ne? Also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Bildgröße oder hat das andere Nachteile vielleicht? Ja, ich finde, es ist so ein bisschen einfach eine ganz andere Liga eigentlich. Also natürlich, wenn du vorwiegend mit Kollegen irgendwie groß, keine Ahnung, Fußball gucken willst oder so, dann ist ein Beamer natürlich super. Man muss aber bedenken, dass natürlich so ein paar Einschränkungen mit reinkommen. Bild ist zwar deutlich größer, aber so Kontraste, Schwarzwerte, Farben sind hier natürlich nicht ganz so ausgeprägt wie bei so einem High-End-Fernseher, oder auch bei einem Mittelklasse-Gerät. Vor allem, wenn man zu Hause jetzt nicht unbedingt einen abgedunkelten Raum hat, sondern ein Wohnzimmer, wo auch Lichteinfall ist, dann muss man natürlich gerade am Tag damit rechnen, dass das Bild einfach nicht so gut ist. Schau mal, jetzt sind ja diese Fernseher hier mega dünn, ne? Also das ist ja echt Wahnsinn. Da ist ja eigentlich gar nichts mehr drin. Aber wo kommt denn da eigentlich noch der Sound raus? Weil irgendwie, ne, braucht das ja auch den Platz. Muss ich dann davon ausgehen, dass ich mir auf jeden Fall noch eine Soundbar oder eine richtige Heimkinoanlage dazu kaufen muss? Also ist für mich tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt auch bei den Geräten. Die sind so dünn, da ist nicht mehr so viel Platz für Klang. Wer guten Sound erwartet, der weiß auch, dass Klang eigentlich ein bisschen Volumen braucht, gerade wenn es um tiefe Frequenzen geht. Nicht umsonst ist ein Subwoofer ein relativ umfangreiches Gerät. Da ist natürlich in so Fernsehern kein Platz mehr. Ich bin immer wieder erstaunt, was die für einen Klang von sich geben können, dafür, dass da eben so wenig Platz drin ist. Aber tatsächlich ist es so, wenn man so ein bisschen Heimkino-Feeling haben möchte, kommt man wohl oder übel nicht drum rum, noch ein bisschen Geld in eine Anlage zu stecken, die dann für den Klang zuständig ist. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, von einer Soundbar, die direkt vor oder unter dem Fernseher liegt, über ein Dolby Atmos Set, das die ganze Wohnung, den ganzen Raum beschallt und sogar von oben ertönt. Ist halt so, ne, wenn man ins Kino geht, erwartet man ja auch nicht nur ein super Bild, sondern du erwartest, dass da der Klang auch richtig wuchtig ist und das ist halt eine Anlage für sich selbst. Deshalb, also wenn man guten Klang will und das nicht nur über den Kopfhörer, dann muss man wahrscheinlich bei den meisten Fernsehern auch noch nach einer passenden Soundbar oder ähnlichem gucken. Okay, wir haben jetzt das Bild geklärt, Ton haben wir auch drüber gesprochen. Anschlüsse ist noch so ein Thema, ne? Mhm. Es gibt auch da wieder 1 Million Bezeichnungen. Was brauche ich wirklich? HDMI sagt mir was, klar, USB auch. Wie viel brauche ich davon? Welche Standards sollte es mittlerweile haben? An dem Gerät hier finde ich das ziemlich gut gelöst, weil die gleich auch dazu schreiben, was genau das für Anschlüsse sind. Wir haben hier zum Beispiel insgesamt 4 HDMI-Anschlüsse. Einer davon ist auch ist mit ARC ausgestattet, also einem Audio Return Channel. Das bedeutet, wenn man jetzt einen Receiver zum Beispiel anschließt oder so, dann wird da auch immer direkt der Ton mit übertragen. Man braucht jetzt nicht noch zusätzlich ein Klangkabel, zum Beispiel über Cinch oder ein Optical In oder so, sondern der Klang wird direkt über diesen Kanal hin und her transportiert. Okay. Macht halt ein Kabel obsolet. Du hast ja schon gesagt, eine HDMI ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil, keine Ahnung, Laptops, Blu-ray-Player und was weiß ich, das wird alles über HDMI angeschlossen. Also da könnte man tatsächlich als Regel sagen, je mehr, desto besser, weil umso mehr verschiedene Anschlüsse du hast, umso mehr verschiedene Geräte kannst du anschließen. Man sollte zum einen so ein bisschen darauf achten, was für Geräte habe ich zu Hause, wie müssen die schon angeschlossen werden und was möchte ich mir vielleicht in Zukunft noch dazu kaufen als Gerät, was dann angeschlossen werden soll. Eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt, ist die Herzzahl. Da scheinen sich ja die Hersteller irgendwie versuchen zu überbieten. Ist das überhaupt noch alles realistisch? Sehe ich da überhaupt einen Unterschied? Ich meine, ich bin kein Experte, kein Bildfetischist. So, macht das einen Unterschied, ob das jetzt 100, 200, 400, 500 Hertz sind? Also es macht
tatsächlich schon ein Unterschied, aber man muss da auch ganz realistisch sein und sagen, es gibt momentan einfach so eine Grenze. Für Leute, die nicht wissen, was Hertz ist, das ist die Bildwiederholungsfrequenz. Also das menschliche Auge macht aus 24 Bildern in einer Sekunde macht es ein Bewegtbild. Und ein normaler Fernseher, der überträgt Bilder mit 50 bzw. 60 Hertz, also 50 bis 60 Bildern in der Frequenz pro Sekunde so. Jetzt gibt es mittlerweile schon Inhalte, die haben noch eine höhere Bildfrequenz, nämlich bis zu 120. Ja, okay. Das heißt, gerade für so ganz schnelle Übertragungen, Sportübertragungen oder so, ist das durchaus sinnvoll, wenn man super Zeitlupe und so haben möchte. So, aber dann gibt es einige Hersteller, die schreiben jetzt auf ihren Fernseher 200 Hertz oder 400 Hertz drauf. Und da ist die Sache, da werden einfach Bilder dazwischen gerechnet, damit es irgendwie noch flüssiger und noch krasser aussieht. Mhm. Kann aber auch nachteilig werden, weil es dann irgendwann unrealistisch aussieht. So alles, was mit 60 Hertz jetzt übertragen wird, ist für das normale Auge, sieht wunderbar aus. Wenn 120 Hertz in einem Fernseher angegeben werden, dass er das kann, dann ist man damit auf jeden Fall erstmal für die Zukunft sicher, weil solche Inhalte, die wird es dann geben. Sind aber mittlerweile, zumindest jetzt in diesem Zeitpunkt, noch sehr rar. So. Okay, dann jetzt mal Butter bei die Fische. Ja. Was muss ich denn ausgeben? Was sollte ich Geld in die Hand nehmen? Und wirklich einen Fernseher, der 4K kann auf jeden Fall, hast mich überzeugt. 4K brauche ich. Habe ich dir verkauft. Der aber auch so die nächsten, ja, mindestens 5 Jahre, wo ich 5 Jahre Spaß mit habe, wo ich mit halbwegs gut mit zocken kann, wo ich auch Netflix und andere Streaming-Anbieter in 4K gucken kann. Was muss ich in die Hand nehmen? Die Preisspanne ist extrem groß, deswegen ist die Frage ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten. 4K kriegst du relativ günstig. Da kommt's, wir haben vorhin darüber gesprochen, kommt es total auf die Technologie an. Wenn es LED sein soll, dann ist es kein Problem. Ein Fernseher mit, sagen wir mal, 50 Zoll Diagonale für um die 600 Euro zu bekommen. Mhm. Wenn man damit zufrieden ist, dann hält er auch die nächsten 5 Jahre. Wenn du jetzt aber sagst, ich will OLED und der muss 65 Zoll groß sein und der soll außerdem noch HDR haben und der soll sowieso ganz viele 1000 Anschlüsse haben und am besten noch eine Soundbar integriert, dann bezahlst du halt schnell 2000, 3000 Euro. Also du merkst, es ist einfach extrem weitflächig. Das hängt total davon ab, was du von dem Gerät erwartest und wofür du es einsetzt. Ja, und das Schlimme ist ja, man merkt ja erst, dass man es wirklich haben will, wenn man es mal gesehen hat. Also ich habe hier gerade eben mal den Unterschied gesehen zwischen normalem SD-TV-Signal und einem wirklich geilen 4K-Signal. Absolut. Wenn man das einmal im Vergleich gesehen hat, dann merkt man erst mal, auf welcher Stufe man all die Jahre Fernsehen geschaut hat. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt über Fernseher. Danke, Kamal, für die super Aufklärung. Falls ihr auch gerade überlegt, einen Fernseher zu kaufen, dann guckt doch auch mal auf schub.de vorbei. Da bekommt ihr Cashback. Das heißt, ihr kriegt einen Teil von eurem ausgegebenen Geld wieder zurück. Unter anderem ist da auch Mediamarkt dabei. Und da könnt ihr euch sogar den Fernseher in die Filiale bestellen und holt ihn dann ab. Also müsst nicht mal auf die Post warten. Und könnt euch natürlich auch vorher angucken, weil das haben wir ja gelernt, ist ganz wichtig, dass man sich wirklich einen Eindruck macht von den Geräten und von der Bildqualität. Ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt mal in die Kommentare, was euer Fernsehfavorit ist, worauf es euch besonders ankommt und was ihr vielleicht auch gerade für einen Fernseher habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.